die letzten Schritte vor der Enthüllung. Dieser Mann wird zum Whistleblower. Deckt auf, was geheim bleiben sollte. Seine Vorwürfe wiegen schwer. Es geht um Rüstungsdeals in Millionenhöhe. Natürlich fällt es mir sehr schwer, an die Öffentlichkeit zu gehen mit diesem Sachverhalt. Aber man muss im Zweifelsfall damit leben, dass auch an den eigenen Händen Blut klebt. Er war forensischer Ermittler bei KPMG, einem der größten Wirtschaftsprüfer der Welt. Sein letzter Fall? Prüfen, ob möglicherweise Russland-Sanktionen umgangen wurden von einem belgischen Rüstungsunternehmen. Nach dieser Untersuchung kündigt er. Mein Vorwurf gegenüber KPMG ist, dass sie nicht genug getan haben, um die Wahrheit aufzudecken. Gemessen daran, was ich in dieser Untersuchung gesehen habe, ist das Verhalten von KPMG sicherlich katastrophal. Er fragt sich, haben europäische Unternehmen womöglich Opfer billigend in Kauf genommen? Wurden Sanktionen umgangen? Rüstungsdeals mit Russland geschmiedet? Für jeden Sanktionsexperten müssen hier die Alarmglocken angehen. Und da geht es um Warnsignale. Und die Warnsignale in diesem Fall sind so viele, wie ich es wirklich selten erlebt habe. Frontal über geheime Munitionsdeals. Mein Name ist Jan Kutskaya. Ich war zuletzt als forensischer Ermittler bei KPMG tätig. Meine letzte Untersuchung war rund um das Thema Sanktionsverstöße. Und das Ergebnis der Untersuchung hat mich letztendlich dazu bewogen, meinen Job zu kündigen. Die Geschichte, wie Gian Kuskaya zum Whistleblower wurde, beginnt im Sommer 2022. Frontal veröffentlichte die Kalaschnikow-Leaks, berichtete über Kontakte europäischer Firmen mit russischen Rüstungskonzernen. Im Fokus damals die belgische Firma New La Chaussee. Sie verschickte einen Kostenvoranschlag für eine Munitionsfertigungsanlage nach Russland, obwohl die Lieferung solcher Anlagen seit 2014, seit der Krim-Annexion, nach EU-Recht verboten ist. New La Chaussee dementierte damals, man habe das Geschäft gar nicht abschließen wollen. Trotzdem hatten die Frontalrecherchen Konsequenzen. KPMG Belgien weigerte sich, den Jahresabschluss von New La Chaussee zu testieren. Das deutsche Unternehmen MEGTEC, Mutterkonzern von New La Chaussee, beauftragte KPMG Deutschland, die Vorwürfe zu untersuchen. KPMG wiederum schickte Gian Kuskaya. Ich habe in meiner Untersuchung neben dem bekannten Kostenvoranschlag 4 weitere Kostenvoranschläge identifizieren können, die New La Chaussee nach Russland geschickt hat. Und die zugrunde liegende Kommunikation war meines Erachtens nach ganz klar darauf ausgerichtet, hier auch tatsächlich Produkte nach Russland zu verkaufen. 4 weitere Kostenvoranschläge, darunter eine Munitionsfertigungsanlage für mehr als 60 Millionen Euro. Verschickt aus Belgien über einen Handelsvertreter an eine Fabrik im russischen Tula. Hier sitzt Tool Amo, einer der größten Munitionshersteller Russlands, auch für die Streitkräfte des Landes. Der russische YouTuber Lord of War gibt einen Einblick in die Fabrik und zeigt die Munitionspalette von Tool Amo. Zwischen 2019 und 2020 steigert Tool Amo die Jahresproduktion auf mehr als 300 Millionen Schuss. In dieser Zeit schickt New La Chaussee die Kostenvoranschläge, die Frontal und dem internationalen Recherchenetzwerk OCCRP vorliegen. Frankfurt, Börsen- und Bankenmetropole. Von hier aus berät Sanktionsexperte Viktor Winkler seine Klienten. Den Fall New La Chaussee kennt er bereits aus dem vergangenen Jahr, den Kalaschnikow-Leaks. Unabhängig von der Frage Russland-Sanktionen, die ja erst richtig groß geworden sind im letzten Jahr, haben wir während der gesamten Spanne, über die wir hier sprechen, ein striktes Waffenembargo. Und mit diesen geschäftlichen Verbindungen, die hier zutage treten, haben wir einen ganz deutlichen Hinweis darauf, dass hier womöglich ein Verstoß vorliegt. New La Chaussee. Das Unternehmen gilt als führend im Bereich der Munitionsfertigung. Weltweit setzen Staaten auf New La Chaussee-Maschinen. Am Konzernsitz in Belgien entdeckt KPMG-Ermittler Gian Kuskaya Erstaunliches. Auch nach 2014 besuchten Mitarbeiter von New La Chaussee mehrere Moskauer Munitionsmessen, trafen Vertreter der russischen Rüstungsindustrie. Wir fragen nach bei New La Chaussee. Warum Kontakte, Kostenvoranschläge, trotz Waffenembargo? Der Konzern antwortet,
Er halte sich gewissenhaft an alle geltenden nationalen und internationalen Vorschriften. Zitat: Seit 2014 hatte New La Chaussee zu keiner Zeit irgendeine Geschäftsbeziehung mit irgendeinem Rüstungsunternehmen in Russland. Wie der Bericht von KPMG bestätigt, gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass New La Chaussee direkt oder indirekt zur Lieferung von Ausrüstung für militärische Zwecke an Russland beigetragen hat. Frontal liegt der KPMG-Bericht vor. Erstaunlich, dass New La Chaussee 4 weitere Kostenvoranschläge nach Russland schickte, wird auf knapp 40 Seiten nicht erwähnt. Hätten Sie das gerne noch weiter untersucht und konnten Sie es weiter untersuchen? Ob ich es weiter untersucht hätte? Ja, selbstverständlich. Letzten Endes haben es die Umstände aber nicht zugelassen. Die Zeit war viel zu knapp dafür. Und auch die Auslegung, ob diese Kostenvoranschläge nun Bestandteil der Untersuchung sind oder nicht, wurde verschieden ausgelegt. Wenn man diese Serie von Kostenvoranschlägen nicht in diesem Bericht zentral und durchaus dramatisch thematisiert, dann kann ich das nicht nachvollziehen und halte das für ein massives Problem. Und es gibt dafür aus meiner Sicht auch keine vernünftige Erklärung. Gibt es eine Erklärung? Nachfrage bei KPMG. Der Konzern bittet um Verständnis, dass, Zitat, wir uns aufgrund unserer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht dazu nicht äußern. KPMG, einer der größten Wirtschaftsprüfer der Welt, Teil der Big Four. Über 265.000 Mitarbeiter. In Deutschland Gesamtleistung im Geschäftsjahr 22 mehr als 2 Milliarden Euro. DAX-Unternehmen setzen auf die Expertise von KPMG. Deren Abteilung Forensic steht für die Aufdeckung und Aufklärung von Wirtschaftskriminalität. Hier war auch Gian Kuskaya tätig. Zum Fall New La Chaussee hat er seine ganz persönliche Meinung angesichts der russischen Verbrechen in der Ukraine. Wir reden hier nicht mehr davon, dass irgendeine Gesellschaft Verluste einfährt, sondern hier geht es im Zweifelsfall gerade bei diesen schweren Anschuldigungen darum, dass Regierungen, aber auch Unternehmen in Europa möglicherweise unschuldige Opfer billigend in Kauf nehmen. Ob Ermittlungsbehörden das auch so sehen, ist offen. Gian Kuskaya stößt in seiner Untersuchung auf Geschäfte mit einer serbischen Unternehmensgruppe, an deren Spitze der Rüstungskonzern Jugo Import, ein serbisches Staatsunternehmen. Verträge über die Lieferung von 3 Munitionsfertigungsanlagen hat New La Chaussee mit einem Tochterunternehmen von Jugo Import geschlossen. 2 Anlagen wurden bereits geliefert. Vom serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić feierlich eröffnet. Kosten laut Verträgen mehr als 70 Millionen Euro. Für jeden Sanktionsexperten müssen hier die Alarmglocken angehen. Serbien ist das einzige Land in der Region, das die Russland-Sanktionen nicht übernommen hat. Wir sind hier in einem Bereich, wo es um Risiken geht. Risiko, gegen ein Gesetz zu verstoßen. Und da geht es um Warnsignale. Und die Warnsignale in diesem Fall sind so viele, wie ich es wirklich selten erlebt habe. Der KPMG-Bericht stellt fest, Jugo Import sei bereits in der Vergangenheit aufgefallen. Verweist dazu auf Medienberichte über Waffenlieferungen, die, Zitat, mutmaßlich Sanktionen und Embargos verletzten. Weiter schreibt KPMG, es handelt sich bei 2 Projekten um Munition, die in der ehemaligen Sowjetunion entwickelt wurde. Teilweise noch immer genutzt, unter anderem in modernen russischen Waffen. Gian Kuskaya will die Untersuchung ausweiten. Wir hätten die Notebooks gesichert, wir hätten die Computer gesichert und hätten diese Daten dann quasi durchsucht, um weitere Fragen beantworten zu können. Dazu ist es nicht gekommen. Wir waren an einem Punkt angekommen, wo enorm viel Belastendes ans Tageslicht gekommen ist. Und der Kunde hat sich letztendlich dagegen entschieden, die Untersuchung auszuweiten. Wir fragen nach beim Kunden, dem deutschen Unternehmen MacTech Europe mit Sitz in Rheinland-Pfalz. Zulieferer für Polizei, Bundeswehr, NATO. Warum wurde die Prüfung nicht ausgeweitet? MacTech antwortet per Rechtsanwalt. Die Prüfung habe keine Nachweise für Rechtsverletzungen durch New La Chaussee ergeben. New La Chaussee habe, Zitat, im relevanten Zeitraum keine Munitionsmaschinen nach Russland geliefert. Auch die Lieferungen an serbische Geschäftspartner stellen insbesondere keine Umgehung von Sanktionen dar. KPMG Belgien unterschreibt schließlich den Jahresabschluss von New La Chaussee. Zur Entscheidung auf Nachfrage kein Kommentar, nur der Verweis auf Verschwiegenheitspflichten.
Also alles in Ordnung? Trotz Kostenvoranschlägen, Kontakten nach Russland und der Lieferung von Munitionsfertigungsanlagen nach Serbien? Viktor Winkler hat eine klare rechtliche Einschätzung. Ich sehe die Pflicht der Staatsanwaltschaften, die hier jeweils zuständig sind, wirklich auch zu handeln. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, wenn das bisher nicht geschehen ist. Belgien, die Region Wallonien, Sitz von Njula Chaussé. Wir konfrontieren, gemeinsam mit dem belgischen Rundfunk RTBF, die wallonische Regionalregierung. Ihr gehören immerhin 20% an Njula Chaussé. Normalerweise äußert sich Ministerpräsident Elio Di Rupo nicht zu Rüstungsgeschäften. Dieses Mal macht er eine Ausnahme, verweist auf das, Zitat, öffentliche Interesse. Den KPMG-Bericht habe er erst im Zuge der Frontalrecherchen erhalten. Der Inhalt für den Ministerpräsidenten? Beunruhigend. Er fordert vollständige Aufklärung, ob Russlands Sanktionen wirklich eingehalten wurden. Erste Konsequenz, Zitat, der Ministerpräsident setzt vorsorglich und mit sofortiger Wirkung die Exportlizenzen von Njula Chaussé nach Serbien aus. Könnte der Fall für KPMG, eine der größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt, noch zum Problem werden? Die größte Folge ist wahrscheinlich ein möglicher Imageschaden. Dadurch, dass KPMG vielleicht weniger Folgeaufträge bekommt von Mandanten. Die nächste Frage ist, hat KPMG eventuell gegen Berufspflichten verstoßen? Wie sieht es aus mit dem Thema Haftung? Das sind aber Themen, da muss erstmal natürlich eine Untersuchung erfolgen. Wirtschaftsprüfer tragen große Verantwortung. Wir sind uns dieser Erwartung bewusst. So steht es auf der Website von KPMG Deutschland. Gian Kuskaya kann diesen Worten nicht mehr glauben. Nach dem Fall Njula Chaussé. Natürlich fällt es mir sehr schwer, an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber letzten Endes hat sich gezeigt, dass, wenn ich nichts dazu sage, der Sachverhalt vielleicht nie mehr ans Tageslicht kommt. Und ja, es ist alles sehr theoretisch, aber man muss im Zweifelsfall damit leben, dass auch an den eigenen Händen Blut klebt. Gian Kuskaya geht es um Verantwortung. Darum, dass die fragwürdigen Rüstungsdeals aufgearbeitet werden. Und tatsächlich, nach unserer Recherche hat die wallonische Regierung angekündigt, die Lieferungen nach Serbien zu untersuchen. Njula Chaussé wurden die Exportlizenzen nach Serbien vorsorglich entzogen. Und was ist mit KPMG? Wir werden weiter dranbleiben. Falls ihr die erste Recherche zu den Kalaschnikow-Leaks verpasst habt, klickt links. Und in der ZDF-Mediathek findet ihr auch ein ausführliches Interview mit dem Whistleblower.